Mahlzeit, meine lieben Bonsai-Freunde und Bankkaufleute. Ich bin's wieder, euer Rolf, und heute kümmern wir uns mal um einen Baum, den wir letztes Jahr auch um diese Zeit fertig gemacht haben. Und zwar geht es um den Wacholder, um den Baumarkt-Wacholder. Und den müssen wir mal wieder ein bisschen stylen. Der ist etwas aus der Form geraten, möchte ich mal sagen. Und ja, den müssen wir dringend wieder stylen. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal, ne? Ja, das ist das gute Stück. So sieht er aus. Und ja, ein bisschen aus der Form geraten, wie ihr auch selber schon erkennen könnt. Der muss halt ein bisschen gestylt werden. Und das werden wir jetzt einfach mal machen. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Spitze neu rausarbeiten. Der ist ein bisschen außer Form geraten. Und das werden wir jetzt mal machen. Wir werden auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen rumdrahten müssen wieder. Ich hatte den Draht vom letzten Jahr bis Anfang des Sommers drauf gehabt und hatte ihn jetzt nochmal neu gedrahtet. Ich glaube Anfang Juni war das oder so, ich weiß es nicht so genau. Und ja, jetzt werden wir ihn nochmal neu drahten und auch ein bisschen in Form bringen. So, aber ich denke, wir werden jetzt erstmal wieder diesen machen, so wie immer. Und dann werden wir das Ganze wieder drahten. Ja, ich muss mich entschuldigen, wenn hier ständig Licht an und Licht ausgeht, habe ich keinen Einfluss drauf. Aber das kennt ihr ja nicht anders. Zumindest im Sommer ist das so. Ist halt immer ein bisschen schwierig dann. Ja, aber ihr piekst so schön. Natürlich nicht ganz so witzig, ne? Aber was will's, Smoke? Muss er durch. So. Da geht's lang. So. Ist natürlich ein bisschen schwierig beim Kriechwacholder den aufrecht zu kriegen. Müssen wir sehen, wie wir es hinkriegen. Aber ich denke, das kriegen wir schon gedeichselt. Wenn er nur nicht so stachelig wäre, ne? So. So. Da haben wir schon den ersten Streich. Ja, ihr seht schon, das Ganze sieht ein bisschen sehr wuschig jetzt aus. Da werden wir echt ein bisschen schneiden müssen. Da kommen wir nicht drum herum. Natürlich auch die Spitzen ein bisschen zupfen. Müssen wir auch machen. Nützt ja nichts. Damit wir ein paar Rastpolster kriegen. Merke gerade, mein Magen hat Hunger. Ja, es ist nachmittags um 3 oder um 2, irgendwie sowas. Und da kann man ja schon mal Hunger kriegen, ne?
So. Ja. So sieht er jetzt soweit aus. Wir müssen hier jetzt natürlich das ganze Gewusel da erstmal loswerden, was da ein bisschen drin steht. Das holen wir da jetzt erstmal raus. Bisschen freie Sicht auf den Stamm. Natürlich ein bisschen knifflig hier so kurze Ästchen zu drahten. Nicht unbedingt meins. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Oder ob ihr erst wartet, bis die mehr ausgereift sind. Aber ein bisschen Struktur müssen wir da reinkriegen, das hilft ja alles nichts. Deswegen mache ich das jetzt schon. Jo. Ja, man hört die Wespen wieder, immer noch. So. Also ich denke, den Rest können wir hier so stehen lassen. Da ist zumindest zwei Äste gedrahtet. Hier unten haben wir ja noch einen Ast. Also der hintere hier. Haben wir ja auch noch. Der muss noch ein bisschen wachsen. Ich hoffe, das wird auch was mit dem Ast hier. Hübsch, hübsch. So. Na, da unten ist noch ein bisschen viel. Gut, das hätten wir schon mal. Wir müssen ein bisschen kürzen. Bisschen die Spitzen rausnehmen. Genauso wie bei denen. Sonst wird das einfach zu lang da oben. Welche? So. Dann hätten wir das schon mal. Ich muss jetzt mal zwischendurch auf meine Zeichnung gucken. Ich habe hier eine Zeichnung liegen. Ich kann euch das ja mal zeigen. So sieht das Ganze aus. So soll er aussehen. Und deswegen
Muss ich da zwischendurch mal drauf gucken. Ja, Gott. Also der erste Ast fängt irgendwie unterhalb der Schale an. So, mal gucken hier. Ja. Buse, Buse. So, jetzt wird die Sicht auf den Stamm auch noch mal wieder ein bisschen sichtbarer. So, ja, muss mich natürlich auch ein bisschen konzentrieren, ganz klar. So, das ist soweit okay. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, was wir hier als ersten Ast nehmen. So. Denke mir mal den hier. Ja. Der. Dann müssen die hier weg. Dann muss der weg. Und bei dem weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, wie sich so entwickelt. Spitzen müssen auch weg. So. Ja, da hat natürlich den ganzen Sommer relativ gelitten. Durch die Hitze. Den hier. Das ist natürlich auch nicht schön. Bäume hier so leiden. Ja, irgendwie auch wieder zur Mitte. So. Also. Da. Den da. Der kommt weg. So. Ja, wird immer mehr. Zur Kaskade. Müssen wir jetzt mal gucken, welchen Ast wir hier behalten. Entweder den hier, den oberen. Entweder den oberen, den hier, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Den, der. Dann nehmen wir den. Das erste, der zweite. Das ist der dritte. Gut, so. Den. Den. Noch. Nee. So. So.
Da ist natürlich jetzt ein bisschen, natürlich jetzt ein bisschen doof, weil der Topf hier im Weg ist. Ich würde den dann ganz gerne, oder den hier, ganz gerne zum nächsten Ast machen. Gut, aber geht gerade nicht. Wobei ich denke, es ist auch der ist in der Innenspur. Das ist der erste Ast. Der zweite. Das ist der dritte. Den. Und den. Nee, nur den. Sieht natürlich ziemlich gerupft aus, das Ding jetzt, ne? Ist klar. Ich muss sagen, es macht echt Spaß, hier so ein Wacholder mal fertig zu machen. Klar, da muss natürlich alles noch wachsen, ne? Das ist klar. Geht nicht alles von heute auf morgen. Aber wir haben jetzt auch ein bisschen gebraucht, um hier mal die Grundstrukturen reinzukriegen. Müssen die jetzt hier auch mal ein bisschen in die richtige Richtung schubsen. Ja, ist klar. Muss halt ein bisschen auf die Spitzen aufpassen. Die sind sehr empfindlich, habe ich festgestellt. So. Gut, ich würde sagen, das war alles von dem Baum. Jetzt schieben wir mal beiseite. So, dann kann man das besser sehen. Ja, ich denke, wir haben die Aststrukturen schön rausgearbeitet, so wie ich es gerne hätte. Ja, die Mitte, denke ich, habe ich auch, glaube ich, ganz gut getroffen. Wir haben hier ein paar Polster
werden wir ausarbeiten. Ganz klar. Das wird natürlich noch ein bisschen dauern, keine Frage. Und hier hinten, der eine Ast, das sagte ich ja schon, der muss noch ein bisschen mehr an Grünmasse gewinnen, ein bisschen stärker werden, damit wir den hier auch noch mal so ein bisschen weiter nach oben kriegen. Ja, und ansonsten haben wir hier ein bisschen Aststruktur rein. Hier, ja, der kann erstmal noch mal so bleiben und der Rest hier oben eigentlich auch. Müssen halt nur gucken, dass wir hier die Spitzen überall abmachen, damit der neu austreibt. Und das Ganze nicht zu dominant wird, die Spitze. Weil die Hauptmusik, die spielt ja im Wesentlichen, spielt die ja hier. Also die Kaskade spielt die Hauptmusik. Und von daher, ja, also ich denke, anhand meiner Zeichnung werde ich das schon ganz gut hingekriegt haben. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Und das für eine Baumarktpflanze ist, denke ich, schon okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Grundstein gelegt und ich denke, damit kann man schon arbeiten. Nächstes Jahr im Frühjahr werden wir ihn umtopfen. Da wird er eine Kaskadenschale kriegen vielleicht oder erstmal einen größeren Topf. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Werden wir sehen. Ja, meine lieben Bonsai-Freunde, das war's schon wieder. Und von der Kaskade, dem Wacholder, dem Baumarkt-Wacholder, möchte ich mal sagen. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Ihr hattet Spaß dabei zuzusehen, wie es immer mehr eine Bonsai-Form annimmt, eine Gestalt annimmt, Kaskadenform. Mir persönlich gefällt das schon recht gut, so wie er jetzt ist. Ist natürlich auch einiges an Grün ausgekommen. Ich denke mir mal, gibt jetzt noch mal ein bisschen Gas. Düngen, ja, wir haben September, werde ich jetzt nicht mehr. Wir werden im Frühjahr wieder anfangen mit Düngen. Und ja, ich denke, vom Aufbau her sieht das schon recht ordentlich aus vom Baum her. Muss natürlich klar noch an Masse gewinnen. Ganz klar, der Stamm muss deutlich dicker werden und, und. Muss ich mir noch was zu einfallen lassen. Vielleicht kriege ich irgendwie, ja, größere Schale oder so. Müssen wir mal gucken. Keine Ahnung. Da diskutieren wir mal im Frühjahr drüber, wenn es denn wieder soweit ist zum Umpflanzen. Wir hatten ihn ja letztes Jahr ja nicht umgepflanzt. Der steht eigentlich schon, ja, ich denke mir mal 2 Jahre hier drin. Also er muss auf jeden Fall umgetopft werden. Und das werden wir auch hinkriegen. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Wie sieht der Baum jetzt für euch aus? Gefällt er euch wieder besser, wieder gut, noch besser, schlechter? Welche Fehler habe ich gemacht? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Rolf. Ciao.